Am Welt-AIDS-Tag, dem 1. Dezember, werden bei der Berliner AIDS-Hilfe traditionell die Spendenboxen ausgepackt. Viele freiwillige Helfer stehen an diesem Tag über die ganze Stadt verteilt und sammeln Geld. Eine davon ist Viva-Moderatorin Nadine Baster. Also ich habe letztes Jahr auch schon mitgemacht bei einer Aktion, also bei einer anderen Aktion, und ich finde es einfach total wichtig, dass man, dass das gerade auch meiner Generation, dass das auch uns allen bewusst gemacht wird, dass es einfach die Krankheit gibt, und man hat ja auch nicht wirklich im Alltag nicht unbedingt immer was damit zu tun, ne? Weil wenn man niemanden kennt, wenn man mit der Krankheit gar nicht konfrontiert wird, dann vergisst man das ja auch. Es ist immer echt so ein heikles Thema auch, und niemand will so richtig darüber sprechen. Und so, ne? Und sensibles Thema einfach. Aber ich finde, heute ist der richtige Tag, um einfach ganz offen darüber zu sprechen. Nadine steht heute am Kudamm und spricht Passanten an. Das ist nicht immer so einfach, aber die Box füllt sich langsam. Auf dem Rückweg trifft sie Olli, der in Klado aktiv war. Ich habe das letztes Jahr gemacht, nur da war ich eher in der Innenstadt unterwegs, und ich habe mir diesmal extra einen Bezirk außerhalb ausgesucht, weil gerade nicht ich der 25. Dosensammler vom KDW sein wollte. Das Echo war wie im letzten Jahr wieder gemischt. Es gab von heller Begeisterung in einem Fleischerladen, wo dann die halbe Mannschaft plötzlich vor mir stand und gesagt hat, endlich mal jemand, der nach Klado kommt, bis zu ablehnenden und nicht so netten Äußerungen. Aber die wollen wir jetzt nicht so vertiefen, weil man soll ja erstmal die Leute sehen, die halt auch den Sinn dieses Tages auch erfasst haben. Neben den alten Hasen gibt es auch etliche Neulinge unter den Sammlern. Sie sind aus den verschiedensten Gründen auf die Idee gekommen, mitzumachen. Also in erster Linie habe ich in der U-Bahn die Werbung gesehen, im Berliner Fenster. Und da habe ich mal im Internet nachgeschaut und da habe ich gesagt, ja, heute habe ich Zeit und dann kann ich es auch machen. Ja. Wir haben vor Jahren zu unserem mittleren Schulabschluss, da müssen wir eine Prüfung in besonderer Form ablegen, einen Vortrag über Schwangere mit HIV gehalten. Ja, genau. Und deswegen haben wir uns dann immer mehr fürs Thema interessiert und dachten, da müssen wir mal ein bisschen Spenden sammeln. Das einzige Problem an diesem 1. Dezember, es ist bitterkalt in Berlin. Heute ist es sehr kalt leider. Minus weiß ich nicht. Gefühlte 15 Grad, ich glaube es ist nur minus 7 Grad. Aber wir werden natürlich noch ein bisschen rausgehen, ja. Die Kälte wird wahrscheinlich das größte Problem sein, aber das versuche ich irgendwie zu überwinden. Wir haben uns auf jeden Fall nochmal extra was Dickes angezogen. Wenn ich aufgewärmt bin, kann das sein, dass ich nochmal losgehe, aber ich habe mir vielleicht vorgenommen, die Dose zu wechseln, weil... Während die meisten Sammler noch unterwegs sind, werden bei der Berliner AIDS-Hilfe die langsam eintrudelnden Dosen bereits auf ihren Inhalt geprüft. Schon am Nachmittag können sich die Zahlen sehen lassen. Wir freuen uns ja über jeden Pfennig, ne? Also es ist ja nicht so, oh, wie viel ist das jetzt, sondern einfach immer rein in die Dose. Je mehr, desto besser.